So, zack. Dann hier. Der kann schön fallen. Minus 11, 8, 2, 15, minus 2 für 5. Boah. Oh, diese ganzen Ruckler, die sind so nervig. Dann. So, hier, hier, hier oben drauf. So, minus 11, 8, 1, 7, 16, minus 2, 3, 1. So. Und dann fehlt noch einer. Da mache ich den in der Mitte, der so runterfällt. Aber ich mach. Ach nee, passt. Passt, passt, passt. Ja. Dann kommen wir schon zur vorletzten Welle. Was mache ich bei der vorletzten Welle? Ganz viele Wooder-Skellies. Ja. Geht eigentlich Wither, also der Effekt Wither, geht der durch Rüstung? Ich glaube schon. So wie halt Gift auch durch Rüstung geht das. Wenn du Rüstung an hast, weniger Schaden bekommst durch Gift, das wäre Quatsch. Aber ich glaube, Wither ist auch ohne Rüstung. Kann es nicht sogar sein, dass, wenn man gewittert ist, dass den das Skelett sogar heilt? War das nicht so oder bin ich da jetzt falsch? War das irgendwas anderes? Ja, mir doch egal. So. Und zwar Spawn 1 hier. 11, 8, 2, 4, minus 2, 3, 4. Flieg! Flieg durch ein ruckelreiches Abenteuer. Böp. Dann. Hier spawnen, ja, das sowieso. Dann lasse ich das auch hier spawnen. Und komm schon. Ich mache auch das. Boah. Das wäre hier oben spawnen. Ah, hier oben. So am Rand. Minus 11, 70. 10. Minus 12, 5. Weil die sieht man da nicht gleich und. Wenn man oben ist, dann kommen die auch gleich. Und weil die unten kommen, glaube ich, gar nicht hoch. Weil der Eingang zum nach oben gehen ist, glaube ich, zu klein für Wither-Skelette. Und dann kann der darüber. Okay. Slash clear. So. Das weg. Und jetzt kommt die Mega Wave, die allerletzte. Und da gehe ich jetzt darüber. Und nehme das hier. Und füge das hier einfach mal ein. Soll ich das lassen? Nee, ich mach Eisen draus. 06. 07, 08, 09. Mhm.
Und der spawnt schön in der Mitte. Hier auf der Brücke. Minus 11, 7, 6, 5. Minus 2, 3, 9. So. Zack. Zack. Und diesmal nicht nur einer, sondern durchgehend wie ein normaler Gegner. Hohoho. Kann der einen eigentlich, wenn ich zum Beispiel. Ja, okay, dann kann man sich komplett die Runde eigentlich hier verstecken. Drum mache ich noch das hier oben auch noch was spawnt. Das spawnen noch zusätzlich Guests. Oh, bin ich fies. Bin ich fies oder was? Das heißt, man kann sich auch nicht hier oben verstecken. Okay, ich lasse den ein bisschen weiter oben spawnen. Weil sonst ist er so mit dem Zombie gequetscht. Ups, 30. Peaceful. Easy. Ich schnell einen Button. Ups. Okay, da sieht ein. Oh Gott, hi Mega Zombie. Der kommt ja gar nicht auf einen zu. Ah, doch jetzt. Ah, nein. Okay, man kann sich ehrlich gesagt hier leicht verstecken. Die komplette Runde. Hallo. Wee, gib mir einen Kuss. Boah. Der killt einen halt mit einem Schlag, wenn man keine Rüstung anhat. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, dass ich mit Extreme fertig bin. Ich nachprüfen, wie sich das kämpfen lässt und so, das mache ich immer ohne aufzunehmen. Weil mit Aufnahme ruckelt es zu sehr. Vor allem auch in Extreme Lava Level. Also hier. Und deshalb werde ich das ohne Aufnahme überprüfen, wie das ist. Und dann noch anpassen. Also, jetzt wollte ich noch schnell was schauen. TP Happy White. Ich weiß nicht, wie das Teil heißt. So. Scoreboard. Player Set. Happy White. Erstmal das eingeben, da muss ich nicht immer. Von neu. Time 3000. Dasselbe mit Time 2. Wave 30. Kampf 1. Difficulty 4. Jetzt bin ich gespannt. Oh. What? Also, ja, die Difficulty hat sich gesagt. Mal gucken, wie viele spawnen. Moment. Scoreboard. Objectives. Set Display. Sidebar. Time. Dann mache ich. Oh Gott. Diff 0, 1. Wenn ich sehe. Okay, Zombie. Jetzt haben wir gleich einen Guest wahrscheinlich.